Fässer sind zu schwer. Das heißt, Brette. Warte mal, vielleicht geht das ja doch. Achso, okay. Ja, okay. Das sieht wieder relativ gefährlich aus. Die Musik ist auch bedrohlich. Okay, da blubbert irgendwas. Das ist kein gutes Zeichen. Und ich habe Herzschlag. Ah, da ist er. Okay. Das heißt, den Rhythmus abwarten. Jetzt kommt er gleich wieder bei den Dosen. Jetzt geht er nach rechts. Wenn er im Kreis schwimmt, dann ist er kurz zu sehen. Und das ist meine Chance. Hui! Und los. Schnell! Dankeschön. So, wo bist du jetzt? Boah, also dem Herzschlag am Controller macht mich gerade so ein bisschen warm. Ah! Schubidululu! Schubidulilulu! Holy Bumsi Bumsi! Habe ich mich erschrocken? Heiliger Bimbam! Was zum Teufel? Nein! Der macht das bestimmt gleich nochmal. Klar. Diesmal nicht! Jetzt war ich drauf gefasst, dass es passiert. Okay, warte mal. Er wird gleich nochmal hauen. Jetzt kommt er. Zack! Und das ist meine Chance. Oh nein, 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 oh nein. Oh Gott, das ist knapp. Ich weiß nicht, wann ich rüber soll. Jetzt. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Ah, damn it. Oh Gott. Noch schneller schwimmen. Wie denn? Oder kann ich da auch X gedrückt halten und dann zusätzlich noch A drücken? Oh, traurig dargestellt. Theoretisch muss ich nicht warten, oder? Verarscht. 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 Oh, jetzt war ich schon ziemlich knapp. Da bin ich gar nicht mehr. Es tut mir leid. Was a good guess, but a wrong guess, nonetheless. So. Los, 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 los. Okay, das war gut. Und uff! Oh Gott. So, bricht das? Geht hier irgendwas kaputt? Warte mal, mach mal Licht. Ich habe mich gerade von meinem eigenen Schatten erschrocken. Da, seht ihr, das hier, irgendwie da. Hab ich gerade gedacht, oh Gott, da ist jemand. Aber ich habe es gleich gestellt, dass es mein eigener Schatten war. So, hier gehen wir schon rüber, das bricht bestimmt gleich. Nee, es bleibt heil, okay. Ist mir freundlich gesonnen. Okay, wir kommen. Da ist eine Flaschenpost. Aber komme ich da drauf? Oder muss ich. Oh Gott. Muss ich da so ein Dings nutzen, dass der mich irgendwie anstupst oder so und ich dann darüber falle? Am Ende sind mir Collectibles nicht so wichtig, wie euch zeigen, was das Spiel alles so kann. Wir haben jetzt gesehen, wie die Todesanimation im Wasser aussieht von diesem Ding, was da im Wasser lebt. Wieder so eins mit so riesig langen Armen und ganz kleinem Füßelchen. Da seht ihr nochmal. Hässlich. Hässlich bist du. Verzieh dir. Ich würde erstmal hier auf die Tonne. Damit auch genau weiß, dass ich hier bin. Und dann rüber. Oh Gott, das war zu knapp. Das wird nichts, oder? Oh, 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 diese Wörter, die ich hier neologisiere, die müsst ihr nicht verstehen. Das ist meine Sprache.
An der Stelle alle mal was trinken, wenn es bei euch noch warm ist. Trinken ist wichtig. Ich würde eigentlich jetzt fast versuchen. Was kann ich mit der. Die Kiste ist halb offen. Ich kann sie nur besteigen. Warum ist die so dreckig? Warum bist du dreckig, Kiste? Oh Gott. Nee. Warte mal, Flaschenzug. Und dann mit dem Haken rüberschwingen. Oh Gott, was ist das da drüben? Das sieht auch nicht mehr gesund aus. Auf dem anderen Steg. Okay, ich überlege gerade, ob ich das probieren sollte mit dem Collectible da hinten in der Flasche. Aber ich weiß nicht genau, ob der Sprung überhaupt klappt. Boah, ich mach mal. Das hat ja jetzt eigentlich ganz gut funktioniert, ne? Also im schlimmsten Fall sind wir wieder links. Ich riskiere das mal. Hui! Oh Gott, das ist zu weit, oder? Nee. Hier dachte ich. Ja, gut, klappt. Cool. Was man hat, hat man, ne? So, speichert auf jeden Fall. Und die Flasche. Guck mal, da ist sogar das Little Big Planet. Wo kommt das denn jetzt her? Das Little Nightmares Logo drauf. Hier! Friss das! Hätte ich die andere Flasche auch kaputt machen müssen. Das ist jetzt blöd. Naja. So, hier bin ich. So, das hat eigentlich ganz gut funktioniert wieder. Das einzige. Hochklettern? Nee, ich denke hier schon ran, ne? Ja. Oh, mal, da hinten geht's auch noch in eine andere Ebene. Achso, kann ich nur ins Wasser. Okay. Kann ich hier hoch? Nee, ist zu hoch. Alles klar. Jetzt ist die Frage, was wir mit dem Beutel machen müssen und wohin der muss. Das gucken wir jetzt mal mit dem Rad, was da passiert. Ist ganz schön knapp, ne? Guck mal, die. Also, das da unten. Das da. Das hat eine Art Herzschlag. Seht ihr das? Es blubbert und es vibriert regelmäßig. Da ist irgendwas drin. Okay, wir gucken mal. Wir müssen das ja jetzt tun. Will ich es sehen? Alter, hat der das festgehalten? Deswegen hat er das. Oh, nee, das fast. Oh, nein. Da ist so ein kleines Wesen drin, wie wir es sind. Wie hoch? Muss ich mich jetzt an der Hand festhalten? Das wäre ein bisschen freaky. Oder? Das wäre jetzt. Muss ich mich an der Hand festhalten? Die bricht doch bestimmt ab, wenn ich mich da jetzt festhalte. Okay, wir gucken. Okay. Klappt ja richtig gut. Weg. Hoch. Daneben. Aber trotzdem erwischt. Mist. Ich kam nicht wieder hoch. Hat den Steg nicht gegriffen. Hätte ich vielleicht direkt auf die andere Seite schwimmen sollen? Mit Risiko? Bisschen zu viel Risiko, ne? Achso, die Kiste haben wir ja auch noch. Können wir irgendwas mit der Kiste machen? Warte mal. Ich wollte schieben. Nee. Da ist er. Oder sie. Oder es. I don't know. Oh Gott, dieses. Ich vergesse das immer im letzten Moment dann noch wieder festhalten drücken. Aber. Wie schnell man wieder reinkommt, ne? Das ist, sowas ist Zeug von einem guten Spiel. Dass man das da auch gleich hinbekommt. Okay, lass los. Kannst behalten. Nee, doch nicht.
Tja. So, oder? Okay. Und jetzt? An den Haken ran? Oder nicht? Oder doch? Kann ich irgendwie Schwingelding machen? Nee. Oh Gott. Wie cool. Hui. Schubidu. So, das habe ich vorher gesehen. Was ist denn das? Ah! Okay, es kam genau raus, als ich das Licht angemacht habe. Das war jetzt schon ein bisschen freaky. Warte mal. Das ist Fisch. Hier. Iss. Nom 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 nom. Ja, nom nom nom. Frisch, frisches, frisch, ihr Dingens. Ariel. Das ist der Rest des Fisches, offensichtlich. Ah, das ist Ablenkung. Okay, das soll also so vom Prinzip kurz das Wesen ablenken. So, und ich muss bis darüber schwimmen. Das heißt, ich muss hier tatsächlich mehrere von diesen Fischen reinwerfen. Am besten alle drei. Wir gucken mal. Am besten alle drei. So, und jetzt rüber. Hoffentlich bin ich jetzt uninteressant. Sieht so aus. Cool. Cool, cool, cool. Nom 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 nom. Oder habe ich mir jetzt einen Freund gemacht, weil ich ihn gefüttert habe? Ne, der wäre trotzdem böse auf mich gewesen, ne, wenn ich das nicht gehabt hätte. Kann ich damit was machen? Alles klar. Boing. Ich gehe nochmal runter. Ich habe mich unten nicht umgeguckt. Mehr Futter! Mal gucken, ob er die Dose auch frisst. Und dann probiere ich das mit dem Schuh auch noch. Okay, das will er scheinbar nicht. Gucken, was mit dem Schuh ist. Ist vielleicht sogar seiner. Ihrer. Zack. Okay, es ist auf jeden Fall da. Aber der Schuh ist einfach weg. Simsalabims. Ich habe noch einen. Kannst zwar nichts mit anfangen, aber hier hast du noch einen. Warte. Da. Zack. Weiß nicht genau, was es wahrscheinlich bringt. Oh, da ist irgendwas. Was ist das? Da war irgendwas gerade oben aufgeschwommen. Achso, war einfach nur Blasen. Alles klar. Okay. Hier lag noch irgendwas. Was ist das? Das? Eine Kartoffel? Nee. Keine Ahnung, weg damit. Okay. Irgendwas ist Essbares, scheinbar. Oder es ist ein Allesfresser. Problem ist, ich komme halt noch nicht rüber. Weil da ja noch was fehlt. Oder kann ich das mit einem Geronimo machen? Wir gucken mal, ob wir da oben einen Geronimo machen können. Ach klar, doch, der Winkel könnte stimmen, oder? Doch, der Winkel könnte stimmen. Hui! Ja, okay. Ich dachte, ich muss noch irgendwas finden, was ich da rüberlegen kann. Okay, die Ratten, das
Geräusch der Ratten irritiert mich ein bisschen, aber alles halb so wild. Das Licht hier ist auch nicht glücklich machend. Oh, warte mal, hier ist irgendwas. Aha, da oben ist ein... Oh Gott, wie komme ich denn da ran? Und was passiert dann, wenn ich das mache? Auf jeden Fall ist da oben eine Schlinge. Was ist hier hinten? Irgendein Ende auf jeden Fall. Okay, diese Tür ist zu hoch. Okay, hier ist noch was. Warte mal. Das Brett bewegt sich. Ist das richtig, was ich da gerade mir ausgedacht habe? Cool. Das war richtig. Ich bleib hier einfach hängen. Das ist gar kein Problem. In dem ekligen Wasser ist das Fischviech. Wir mögen uns nicht so. Ich habe ihn zwar jetzt ein paar Mal gefüttert, aber ist mir ein bisschen zu eklig. Können wir zurück, Tür? Nee, können wir nicht. Okay. Schöner Schieb. Oh. Es ist gar nicht hier. Okay. Es ist nicht hier. Das Wesen. Okay, umsonst Angst gehabt. Cool. Hier ist wieder ein Hebel. Also wieder genauso wie in Little Big... Wieso sag ich denn Little Big Planet? Meine Güte, in Little Nightmares. Das Level-Design ist ja ganz, ganz hervorragend. Och, ist das schön. Sieht einfach so toll aus. Ist jetzt bisher nicht ganz so gruselig wie vielleicht das Hauptspiel. Aber sehr atmosphärisch. So, guck mal, in der... Da ist irgendwas drin. Die Frage ist jetzt, will ich das befreien oder nicht? Oh, warte mal. Das, guck mal, da ist der Leuchtturm. Das Abschlusslevel vom Hauptspiel. Oh, guck mal, da unten geht's weiter. In die Tür. Ah, ist da ein Schloss vor? Sieht so aus, ne? Okay, auf jeden Fall ist alles irgendwie befestigt, damit es, ja, keine Ahnung, diese Flut übersteht, oder? So würde ich das jetzt deuten. Das ist alles befestigt, dass es auch so stehen bleiben soll. Das ist das Haus von diesem Unterwasserwesen. Oder? Dass das irgendwie, ja, so ein paar Dinge hat. Die aber dann immer am selben Platz bleiben. Nicht wegschwimmen oder so. Ich glaube, das ist die richtige Assoziation. Ob sie stimmt, weiß ich nicht. Aber würde ich jetzt vermuten. Ich wollte nicht springen. Ich will mal auf Nummer sicher gehen. Gucken wir uns mal an, was hier noch so ist. Okay. Wir brauchen dich. Okay. Weiter geht's nicht. Das heißt wahrscheinlich woanders hin. Okay, da wäre auch eine große Kiste gewesen. So, das muss reichen. So. Schubidu! Eklig bist du. Okay, mit dem Schlüssel kriegen wir auf jeden Fall das Tor auf. Was hat das getan? Wo? Hä? Mist. Was hat das getan? Wo ist der Schlüssel hin? Ist er da oben gesprungen? Was war denn das gerade? Ah, ist echt da oben gesprungen. Roffel.
Okay. Schlüssel, kommen Sie mit. Ach so. Kann ich? Ich muss. Ach, scheiße. Oh, doch, hat geklappt. Ich dachte gerade, der wäre umgekippt. Ach Gott, wie lenke ich denn jetzt das Viech ab? Mit was lenke ich das Viech ab? Lass mich! Warum habe ich das noch in der Hand? Warum ist es? Warum will es nicht weg? Geh weg, Schloss. Ist zwar netter als das Viech, aber ne? Muss auch nicht sein. Mach die Tür jetzt. Schön aussperren das Ding hier und so davor legen. Geht das ja nicht auf. So, bleib da, du Ekelviech. So. Ja. Okay. Eine weitere Kanalisation. Warte mal. Ich glaube, hier ist ein Geheimnis. Jetzt ist die Frage, ob das überhaupt klappen würde. Aber ich sehe schon gerade, wird es wohl nicht, weil da eine Schwelle ist. Nämlich. Nämlich den Stuhl hierher ziehen und dann hier oben drin. Das wird nichts, oder? Nee, das Viech ist viel zu schnell. Ich gebe das lasse ich mitprobieren. Das wird nichts. Das Viech ist zu schnell. Also wie gesagt, ich schiebe zu langsam. Okay, vielleicht kommen wir von der anderen Seite irgendwie wieder zurück. Ich glaube, das geht so nicht. Speicherpunkt. Und Strom. Strom fürs Wasser. Können wir damit das Wesen im Wasser töten? Oder was ist hier? Ah, siehst du? Das ist ja der Bereich, in den ich gerade wollte. Okay, das war also auf jeden Fall richtig, dass das nicht geht. Schieb doch weiter. Boing. So. Jetzt haben wir zwei von diesen. Oh Gott. Okay. Ja. Wie mache ich den Strom hier oben aus? Was ist das hier? Ich erkenne das gar nicht, was das ist. Kann ich nicht runterziehen? Ne. Okay. Ja. Wenn ich da ranspringe, bin ich tot. Probiere ich gar nicht erst. Weil wir keinen Speicherpunkt hatten. Wo ich nicht weiß, was. Obwohl, doch nochmal. Das war ein Speicherpunkt, ne? Dass wir hier oben rein sind. Habe ich doch gerade noch gesagt. Hat gespeichert. Probieren wir das doch mal ganz schnell. Oh, geht eh nicht. Okay. Gut, dann. Warte mal, dann gucken wir mal. Hui! Mir gedacht. Aber wie soll ich das denn dann machen? Wie kann ich das denn hin und her bewegen? Ach, warte mal. Eine andere Idee. Ich schieb das oben raus. Also nicht hier am unteren Teil des Beckens, sondern oben raus. Wisst ihr? Los, Kid, tu es. Wieso lässt du los? Schieb doch weiter!
haben noch einen Weg vor uns. Also, das Schieben war tatsächlich im Hauptspiel leichter. Da konnte man das immer noch so ein bisschen... Achso, ja, warte mal. Ein bisschen die Richtung drehen. Das geht hier nicht mehr. Komisch. Okay, warte mal. Aha, aha, aha. Guck mal an. Guck mal an. Habe ich nur durch Zufall eben gesehen, weil ich da so komisch stand. So, jetzt kriege ich das aber nicht mehr. Brauche ich vielleicht auch nicht, oder? Sehe keinen Strom mehr drauf. Hui! Okay, jetzt die Frage. Was? Ich will am Reflektieren alles. Nur das ist, glaube ich, das Guckloch, durch das ich eben wollte, ne? Ich habe ein statisches Geräusch auf dem Ohr. Und jetzt muss ich mir das wahrscheinlich so positionieren, dass ich da trotzdem rüberkomme. Oder so. Das heißt, das Ding muss doch ins Wasser. Dann muss ich zweimal springen. Das heißt, ich muss das doch ins Wasser kriegen. Nun denn. Nicht. Mach doch nicht die Lampe an. Der Schiebe. Ja. Achso, Kabel. Pump. So. Und jetzt ziehen wir das hier rüber. Und dann wollen wir mal gucken, dass der Winkel einigermaßen stimmt. Den Sprung schaffe ich. Den Sprung schaffe ich auch. Das ist angeschrägt, ne? Ich wollte das jetzt ein bisschen schief stellen zueinander, dass ich da mich dann festhalten kann. Müsste gehen, oder? Wir werden es sehen. Gefühlt sieht's gut aus. Gefühlt sieht's gut aus. Hm. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Zack. Na, siehst du. Wunderbar. Was ist das? Eine lebende Ratte. Ciao. Keine lebende Ratte. Wenn ich da reinschwinge, bin ich tot. Ah, nur ein Stofftier. Das ist schon wieder... Oh. Das sind die Duschen. Um Gottes Willen. Oh. Mit Löcher am Boden. Das heißt, hier kann theoretisch jetzt das Wesen rauskommen. Tut's aber nicht. Oh, thank God. Obwohl es cool gewesen wäre, glaube ich. Hätte gerne mal... Ah! Bist du hässlich? Meine Güte. Guck mal, dass er am Wasser lebt. Ich will selbst von den Hässlohnen oben denen keinen sehen. Keiner da. Keiner da. Geh ruf. Nein, shit. Mist, Mist, Mist. Was, ich war da drauf. Ah, so ein Kack. Hätte ich gleich rüber gemusst von links. Gar nicht auf das untere Teil, vielleicht direkt rüber über die... Ist ungefähr gleich weit, oder? Obwohl, das bringt mir gar nichts. Ey! Spinnst du? Ah, was? Es... Was? Das wusste ich nicht.
okay. Nicht in Ordnung, was du hier mit mir machst. Ja. Ich will ja eigentlich ein bisschen anlocken, aber... Oh Gott, das will... Ist das knapp? Alter Schwede. Ah, das ist wieder Fisch, ne? Nichts, ne? Ne, da ist nichts. Okay. Ich muss also nach rechts und der Weg ist ziemlich weit. Ja, hier bin ich. Ja, hier bin ich.